Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Mittwoch, der ganz im Zeichen des Corona-Gipfels mit der Bundeskanzlerin steht. Ein anderes großes Thema ist die sibirische Kälte in Hessen. In Kassel zwingen Schnee und Eis zum Beispiel Bus und Bahn in die Knie. Und geimpft wird, wer dran ist oder doch nicht, wie sich einige vordrängeln und knappen Impfstoff erschleichen. Wir schauen aber erstmal auf den Corona-Gipfel. Heute war es also wieder soweit. Angela Merkel hat sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten, wie es weitergeht mit dem Lockdown oder ob es angesichts der sinkenden Infektionszahlen sogar Lockerungen gibt. Medizinische Masken, geschlossene Läden, reduzierte Kontakte. Es bleibt wohl alles wie gehabt im Kampf gegen die Corona-Pandemie, aber nur fast. Seit etwa 15 Uhr konferieren wieder einmal Bundeskanzlerin und Länderchefs und das sickerte bislang durch. Der Lockdown soll vermutlich weitere 3 bis 4 Wochen bis zum 7. oder 14. März verlängert werden. Wann und wie es mit Schulen und Kitas weitergeht, sollen die Länder selbst regeln. Und eine Ausnahme könnte es für Friseure geben. Sie dürfen vielleicht bereits ab 1. März wieder öffnen. Ein Regelpaket, das bei der AfD auf Unverständnis stößt. Der Lockdown-Aktionismus muss sofort beendet werden. Alle Geschäfte und Institutionen, die sich an die geltenden Hygieneregeln halten können, müssen sofort wieder öffnen dürfen. Die Menschen wollen ihr Leben zurückhaben. Sie wollen auch die wirtschaftliche Unsicherheit weghaben. Die Linke unterstützt die fortdauernden Einschränkungen. Solange es nicht genug Impfstoff gebe, seien jedoch weitere Maßnahmen notwendig. Das eine ist die Schutzausrüstung. Wir brauchen FFP2-Masken für alle, auch kostenlos für die Menschen, die sich nicht leisten können. Zweitens testen, testen, testen. Wir brauchen viel mehr kostenfreie Testangebote, damit eben Infektionen auch frühzeitig erkannt werden und eingedämmt werden können. Und drittens, wir brauchen eine bessere Kontaktnachverfolgung und dazu müssen die Gesundheitsämter endlich vernünftig ausgestattet werden. Die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels will Ministerpräsident Bouffier heute Abend in einer Pressekonferenz bekannt geben. Ja, soweit die aktuellen Maßnahmen. Aber wir wollen uns auch noch mal die aktuellen Zahlen anschauen. Die sind ja immerhin entscheidend für Lockerungen und eben Verschärfungen. Das politische Ziel ist es ja, dass es weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche gibt. Ja, wie sieht's da aus in Hessen? Unser Datenteam nutzt dafür eine Prognose, die, wie das beim Blick in die Zukunft so ist, nur geschätzt werden kann. Aber im Mittel würden wir die 50er-Inzidenz, wenn der Lockdown bleibt, wie er ist, am 20. Februar erreichen. Allerdings gibt es innerhalb Hessens starke regionale Unterschiede. Der Lahn-Dill-Kreis, der Odenwald-Kreis und der Werra-Meißner-Kreis beispielsweise, die verändern sich zurzeit am langsamsten und kommen dem 50er-Ziel kaum näher. Und selbst in weiteren 4 Wochen Lockdown werden diese 3 Kreise nach der Prognose das Ziel nicht erreichen. Und dann ist ja auch immer noch von Mutationen die Rede. Da wollten wir wissen, wie wirkt sich die Variante B.1.1.7 aus? Derzeit ist sie noch nicht sehr weit verbreitet, aber es heißt, dass sie um 42 bis 80% ansteckender ist. Wenn jetzt ein paar Lockerungen kommen, also beispielsweise in Schulen oder bei Friseuren, dann verhindert die Variante im besten Fall, dass die Inzidenz dauerhaft unter 50 gedrückt werden kann. Im schlimmsten Fall würde sie allerdings sogar dafür sorgen, dass die Fallzahlen schon bald wieder explodieren. Und zugeschaltet ist uns jetzt Ute Wellstein, Leiterin unseres Studios in Wiesbaden. Ute, wir haben die Zahlen eben gesehen. Mit der dauerhaften Inzidenz unter 50 könnte es also schwer werden. Jetzt soll es wieder keine maßgeblichen Lockerungen geben. Woran hängt es denn? An der unklaren Lage. Also es gibt zum einen die Ministerpräsidenten oder die Politiker und Politikerinnen, die spüren, der Druck wächst aus der Wirtschaft, die zum Teil nicht mehr weiß, wie sie ihre Geschäfte aufrechterhalten sollen, ob sie das wirtschaftlich übersteht. Von den Eltern, die Probleme haben mit dem Homeschooling und der Betreuung. Aber auch von Menschen, die sagen, boah, es reicht uns jetzt wirklich mal mit den Einschränkungen dieser Rechte, die immer wieder seit November um 3, 4 Wochen verlängert werden. Wir wollen endlich unser altes Leben zurückhalten.
zurück, haben wir ja eben gehört von der AfD. Dieses Gefühl wird ja stärker, wie man an den Umfragezahlen merkt. Und zum anderen gibt es da die Berichte über diese Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und anderswo, die wesentlich ansteckender sind und die befürchten lassen, dass da vielleicht eine dritte Welle im Anrollen ist, eine dritte Pandemiewelle, bevor die zweite so ganz zu Ende ist. Und in dieser Gemengelage muss man zwischen mehr Vorsicht und mehr Öffnung entscheiden. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und deshalb ringen die auch schon seit so vielen Stunden, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin. Und selbst das, was zwischendurch klar schien, nämlich den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern, scheint jetzt wieder zur Disposition zu stehen. Da wird jetzt wieder vom 14. unter Umständen gesprochen. Das Einzige, was bisher, soweit ich das gehört habe, wirklich klar ist, ist, dass es am 1. März für die Friseure wieder Geschäftsöffnungen geben soll. Ja, es gibt die Forderung nach einem Stufenplan, der würde ja nicht nur Friseuren, wie wir jetzt gehört haben, dass die öffnen, eine Perspektive geben. Warum gibt's denn diesen Stufenplan nicht? Ja, Ministerpräsident Bouffier hat den angekündigt für Hessen im Landtag und hat gesagt, wir wollen aber erstmal abwarten, was diese Beratungen heute ergeben. Der Bund hat wohl keinen solchen Stufenplan vorgelegt, deshalb müssen wir warten, was im Corona-Kabinett in Hessen da morgen ganz genau beschlossen wird. Aber die Frage, wann die Geschäfte geöffnet werden, die scheinen an einer Inzidenz von 35 möglicherweise festgemacht werden, so verlautet es aus diesen Verhandlungen, also dass man sagt, ab 35 können Geschäfte wieder öffnen. Dann ist natürlich das Problem, was ist, wenn im Nachbarort das anders ist? Wie geht man mit den Hotspots um? Also offenbar will man die Hotspot-Strategie beibehalten. Das heißt, da, wo es besonders viel Infektionen gibt, über 50, will man dann wieder Verschärfungen machen, lokale. Das ist so diese ganze Gemengelage rund um diesen Stufenplan. Hessen will einen machen, ist angekündigt. Da werden wir bestimmt morgen mehr erfahren, wie der dann genau aussehen soll. Also wir hören jetzt gerade für die Wirtschaft keine wirklichen Lockerungen. Gab es denn bei den Schulen Einigkeit? Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Ute. Einigkeit, dass die Länder das selbst entscheiden. Die Kanzlerin hätte gerne längere Schließungen gesehen. Das haben die Ministerpräsidenten nicht mehr mitgemacht. Unter anderem wohl auch der hessische nicht, hört man. Also Hessen bleibt dabei, am 22. die Grundschulen zu öffnen. Insofern, als dann wieder Wechselunterricht stattfinden soll. Der Ruf danach, das noch länger geschlossen zu halten, der verhallt hier ungehört. 22.02. soll nach allem, was ich höre, stehen in Hessen. Sagt Ute Wellstein, Leiterin unseres Studios in Wiesbaden. Dankeschön für das Gespräch. Und das Ganze vertiefen wir nach der Tagesschau in einem Hessenschau-Extra. Ja, und jetzt schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen bei uns in Hessen. Jetzt in den Nachrichten mit Marcel Wagner. 658 neue Infektionen sind dem Robert-Koch-Institut RKI seit gestern aus Hessen gemeldet worden. Außerdem 67 Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Damit hat das RKI in den letzten 7 Tagen 4.510 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind 1.161 weniger als vor einer Woche. Als akut infiziert gelten in Hessen im Moment rund 12.700 Menschen. BioNTech aus Mainz hat in seinem neuen Werk in Marburg angefangen, Bestandteile seines Corona-Impfstoffs zu produzieren. Voraussichtlich Anfang April sollen in Marburg dann die ersten Impfstoffe komplett fertig sein und ausgeliefert werden. Bis Ende Juni will BioNTech in seinem neuen Werk in Mittelhessen insgesamt 250 Millionen Dosen herstellen. Nächste Woche jährt sich der Anschlag von Hanau und jetzt hat die Staatsanwaltschaft wohl gegen den Vater des Attentäters Anklage erhoben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Danach geht es um rassistische Beleidigung. Über diese Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hanau-Attentats im Dezember hat sich der 73-jährige Angeklagte, mutmaßlich der Vater des Täters, beschwert. Er erstattete sogar Anzeige, die Polizei hätte die, Zitat, wilden Fremden bei der Mahnwache gewähren lassen, Banner nahe seiner Wohnungstür aufzuhängen. Wegen dieser Äußerung hat die Staatsanwaltschaft Hanau dann selbst Anklage erhoben. Solche rassistischen Beleidigungen sind für uns nicht tolerabel und werden von der Staatsanwaltschaft Hanau mit aller Konsequenz verfolgt. Genaue Angaben zur Identität des 73-Jährigen macht die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht. Angehörige der Opfer und Mitglieder der Initiative 19. Februar hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass vom Vater des Attentäters Gefahrenpotenzial ausgehe und dieser regelmäßig rassistisch beleidige.
Kalt, kälter Sontra. Denn Sontra im Werra-Meißner-Kreis hat die bisher kälteste Nacht hinter sich mit minus 25,6 Grad und ist damit nur ganz knapp am Kälterekord vorbei. Aber insgesamt ist es vor allem in Nord- und Osthessen nicht nur kalt, es liegt auch noch sehr viel Schnee und Glatteis. Das sorgt immer noch für Chaos. Kassel räumt auf. Eis und Schnee haben den Nahverkehr zum Erliegen gebracht. Stillstand für die meisten Busse und Bahnen schon seit Montag. Um Straßen und Schienen wieder freizukriegen, müssen sogar extra Baufirmen mit anpacken. Jan Weinreich ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Er und seine Kollegen sind am Ende ihrer Kräfte. Das ist mehr wie anstrengend hier. Aber sowas habe ich schon die letzten 15 Jahre nicht mehr mitgekriegt hier, was hier an Schnee runterkam. Wir sind zwar schwere Arbeit gewöhnt, aber das geht wirklich überall hin. Auch die Bahn ist betroffen. Seit gestern sind Teile des Kasseler Hauptbahnhofs gesperrt. Das Unternehmen sorgt sich, dass die Bahnsteigdächer noch mehr Schnee nicht standhalten könnten. Deshalb versuchen Helfer, die Bögen zu räumen. Am Fernbahnhof Bad Wilhelmshöhe läuft auch nicht alles nach Plan. Viele Verbindungen, besonders Richtung Norden, fallen aus, verspäten sich oder werden umgeleitet. Pauline Stiller muss eigentlich schon längst zum Arbeiten in Würzburg sein. Jetzt sitzt sie fest. Ihre Kollegen dort können gar nicht glauben, dass in Kassel so viel Schnee liegt. Ich meine, man kann nichts machen. Deswegen bringt es, glaube ich, auch nichts, sich darüber aufzuregen, ne? Weil im Endeffekt kann keiner was dafür. Tiefschnee in Kassel. Die einen schränkt es ein, die anderen profitieren. Das Taxigeschäft beispielsweise boomt. Durch die Probleme im Nah- und Fernverkehr hat Harun Kara Aslan deutlich mehr Kunden. Aber die Fahrten dauerten länger. Der Winterdienst ist im Vergleich zu außerhalb relativ schlecht, muss ich zugeben. Dadurch, dass auch letzte Nacht nicht geschneit hat, hätte man eigentlich ein bisschen besser aufräumen können. Aber man kommt voran. Wenn man ein bisschen Auto fahren kann, dann klappt das schon. Verschneite Straßen, ausgefallene Verbindungen. Das belastet auch Lea Böhm und ihren Freund. Er kann nicht zur Uni nach Braunschweig und sie muss dringend zum Arzt. Ja, wenn man einen Termin hat, man muss immer eine halbe Stunde eher einplanen, das Auto frei zu kriegen. Dann hoffen, dass man durch den Schnee kommt, nicht stecken bleibt. Ich wollte sie nicht alleine fahren lassen und sie ist schwanger. Und deswegen habe ich das mit ihr zusammen heute gemacht. Die Mischung aus hohem Schnee und eisigen Temperaturen sorgt noch für ganz andere Probleme. Post kann beispielsweise nur verzögert ausgestellt werden. Mülltonnen bleiben stehen. An der Uniklinik Gießen werden Betten knapp. Dort sind wegen der glatten Straßen viele Menschen schwer gestürzt und müssen stationär behandelt werden. Tatsächlich konnten wir beobachten, dass wir sehr viele ältere Menschen haben, die kurz mal auf dem Weg zum Einkaufen oder weil sie mal rausgegangen sind, gestürzt sind, auf das Becken gefallen sind. Wir haben sehr schwere Beckenverletzungen im Moment, die wir versorgen müssen. Und von daher haben wir sehr, sehr viel seit Montag doch zu tun. Ja. Auch jüngere Fußgänger seien betroffen und selbst Retter kommen durch den Schnee in brenzlige Situationen. Wie bei einem Hausbrand im nordhessischen Kaufungen. Hier kämpft die Feuerwehr nicht nur gegen Flammen, sondern auch mit gefrorenen Schläuchen und vereisten Straßen. Ja, wir haben das Problem bei Strahlrohren, die im Moment nicht benutzt werden, das Wasser einfriert. Aber soweit haben wir das mittlerweile im Griff. Halt die Kälte, das ist halt im Moment unser größtes Problem. Also die Straßen sind sehr glatt, aber der Bau kümmert sich drum. Die haben schon einmal gestreut und sind zwischendurch auch immer noch alles dran. Während Vorarbeiter Jan Weinreich und seine Kollegen in der Stadt ganz schön mit den Schneemassen zu kämpfen haben, hilft auf dem Land einer dem anderen. In Grebenstein beispielsweise sind Landwirte unterwegs, um die Schneeberge mit den Traktoren abzutransportieren. Jan Weinreich hat nur den Besen. Schnee kann er keinen mehr sehen. Da hoffen wir, glaube ich, alle mal drauf, dass es jetzt nicht mehr schneit. Weil nochmal Schnee ist ja nicht nur für uns, ist ja für die anderen auch anstrengend. Über 5 Kilometer Straßenbahngleise hat er noch vor sich. Frühestens am Freitag könnte der Verkehr wieder anlaufen. Denn es bleibt eisig kalt in Nordhessen, aber immerhin mit etwas Chancen auf Sonne. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist groß, der Impfstoff selbst aber knapp. Es gibt immer noch nicht genug für alle und wer wann geimpft wird, das ist ganz klar festgelegt. Aber einige sehen das wohl nicht so eng, wie ein Fall aus Bad Wildungen zeigt. Da haben sich 2 Geschäftsführer der Klinik impfen lassen, obwohl sie noch gar nicht dran waren. Es gab aber auch noch andere ähnliche Fälle in Deutschland.
Schlagzeilen aus ganz Deutschland von Vordränglern und Egoisten bei der Corona-Impfung. Auch die Geschäftsführung der Werner-Wicker-Klinik im nordhessischen Bad Wildungen hat bei der Impfreihenfolge offensichtlich eigene Prioritäten gesetzt. Zwei Führungskräfte der Verwaltungsdirektion, eine Frau und ein Mann, haben sich hier vor einem Großteil des anderen Klinikpersonals impfen lassen. Ungerecht finden viele. Es gibt ja eine gewisse Reihenfolge, die ist ja auch gesetzlich festgelegt. Und erstmal sind halt die älteren Menschen dran und die halt Kontakt haben mit Patienten, die eventuell positiv sein können. Und nicht irgendeine Klinikleitung, die mit Patientenkontakt gar nichts am Hut hat. Darf ich es offen sagen? Egoistisch und scheiße. bei der Impfstoffknappheit und bei dem Bewusstsein, dass man selbst eigentlich am Ende der Nahrungskette steht, finde ich das also ziemlich blöd. Es müssen erst die drankommen, die am gefährdetsten sind. Klinikpersonal, also im Sinne von, die mit den Patienten zusammenarbeiten und sich um die Patienten auch kümmern müssen. Ich glaube auch nicht, dass das die Einzigen sind, die das so machen. Ne? Nur bei denen ist anscheinend rein zufällig rausgekommen vielleicht. Vielleicht machen sie das woanders auch noch. Die Klinikleitung hat mittlerweile reagiert. Wir bedauern den Vorfall sehr. Es entspricht in keiner Art und Weise unserem Unternehmensleitbild. Die zwei betreffenden Personen wurden freigestellt und es werden weitere personalrechtliche Konsequenzen geprüft. Und bei personalrechtlichen Konsequenzen könnte es in vielen Fällen bleiben, meint Rechtsanwalt Harald Nickel, auch wenn solches Verhalten moralisch verwerflich sei. Das ist erstmal für uns alle eine Katastrophe, weil endgültig Vertrauen verspielt worden ist. Das ist je nach Status der Verantwortlichen, die dort Faustrecht begangen und sich selbst bedient haben, ein Dienstvergehen. Unser Strafrecht hat wohl derzeit noch keine adäquate Reaktion auf derartige unsägliche Verhaltensweisen. Im Moment geht es vor allem darum, Risikogruppen und Personal im Gesundheitsbereich zu impfen. Wer aber danach drankommt, das müsse offener diskutiert werden, findet Professor Norbert Paul. Damit meine ich nicht, dass die Eliten zuerst geimpft werden sollten, sondern damit meine ich tatsächlich, dass wir anerkennen müssen, dass es Menschen gibt, die den Laden am Laufen halten, die das Impfgeschehen in gute Bahnen lenken oder die für die Versorgung oder die Aufrechterhaltung von Infrastrukturen in Schlüsselpositionen sind, weil sie zum Beispiel in der IT arbeiten. In der Klinik in Bad Wildungen ist fürs Erste ein kommissarischer Leiter eingesetzt, nachdem die vorab geimpfte alte Klinikleitung freigestellt wurde. Ob sich noch weitere Personen vorgedrängelt haben, wird aktuell geprüft. Das Land Hessen will, dass der keltische Fürstensitz am Glauberg in der Wetterau UNESCO-Welterbe wird. Nochmal Nachrichten mit Marcel. Ja, dieser Fürstensitz gehöre zu den wichtigsten Geländedenkmälern der keltischen Geschichte, so Hessens Kunstministerin Dorn. Und deswegen wird er zusammen mit einer Keltensiedlung in Baden-Württemberg für das Welterbe vorgeschlagen. Auf dem Glauberg sind wichtige Gegenstände aus der keltischen Besiedlungszeit gefunden worden. Dazu zählt eine Statue eines Keltenherrschers aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Für die weitere Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche wollen die Bistümer Limburg, Mainz und Fulda einen gemeinsamen Betroffenenbeirat einsetzen. Dafür werden jetzt Mitglieder gesucht, die sexuellen Missbrauch im kirchlichen Bereich erlebt haben. In einer Mitteilung heißt es, den Bischöfen sei klar, dass es für Betroffene eine Zumutung sein kann, sie um Unterstützung zu bitten, aber es sei ihre tiefe Überzeugung, dass bei der Aufarbeitung die Perspektive der Betroffenen leitend sein müsse. Weil er sich als Polizist ausgegeben und so Geld und andere wertvolle Gegenstände erbeutet haben soll, muss sich ein 65-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Der konkrete Vorwurf: Banden- und gewerbsmäßiger Betrug. Vor dem Landgericht Darmstadt hat er ein Geständnis abgelegt. Der Mann soll Mitglied einer Telefonbetrügerbande gewesen sein. Als Abholer soll er Senioren in drei Fällen bestohlen haben. Außerdem soll er Bargeld, Gold und Schmuck im Wert von rund 80.000 Euro gestohlen haben. Trickbetrug in vier weiteren Fällen haben Nachbarn und Angehörige offenbar verhindert. Das Urteil wird für Ende Februar erwartet. Es ist ein Tabu, auch Kinder und Jugendliche sterben. Ein Tag zum Hinsehen ist deshalb das Motto des bundesweiten Tages der Kinderhospizarbeit heute.
wie zum Beispiel hier in Marburg mit dem grün leuchtenden Rathaus und dem Erwin-Piscator-Haus, setzt der Deutsche Kinderhospizverein im ganzen Land ein Zeichen. Für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sei ein normales Leben das Ziel. Vielfach ging es dabei um die kleinen Dinge und nicht um die großen Wünsche. Der Verband wünscht sich dafür ideelle und materielle Unterstützung, zum Beispiel für die Kinder- und Jugendhospize. Und soweit die Nachrichten für diesen Moment. Dankeschön, Marcel. Ja, im Restaurant essen gehen ist im Moment nicht drin. Die haben ja geschlossen. Aber wir können es abholen und zu Hause essen. Wahrscheinlich wurde selten so viel To-Go geholt, was aber auch ziemlich viel Verpackungsmüll bedeutet. Einem Koch aus Reichelsheim wurde das zu viel und deshalb ist er mittlerweile auf Pfandboxen umgestiegen. Und immer mehr Restaurants, die machen mit. Wirsing Schmorpfanne. Die Küche von Thomas Treusch in Reichelsheim ist berühmt im ganzen Odenwald und darüber hinaus. Seine Stammkunden lassen gerne vom Profi kochen und der verpackt das Essen to go nicht mehr in Wegwerfplastik, sondern in einem eigenen Mehrwegsystem. Im ersten Lockdown haben wir ja auch mit Einwegschalen gearbeitet und haben dann auch schnell festgestellt, dass es ganz schön viel Müll produziert am Schluss und haben nach einer nachhaltigen Lösung für uns gesucht. Ein praktisches Boxensystem musste her. Zwischen 50 Cent und 3 Euro je Behälter, quasi als Leihgebühr. Die Schachteln sind hygienisch und hitzebeständig und auslaufsicher. Treusch nutzt solche Boxen schon länger zur Aufbewahrung. Daraufhin haben wir dann für uns dieses System entwickelt und haben aber relativ schnell gemerkt, auch, dass Kollegen ähnliche Probleme haben. Und wenn es nur damit anfängt, die Soße mal extra zu geben. Und daraufhin haben wir dann die eigene Firma als eigenständige Firma aufgebaut und gegründet. Die ersten Kunden sind da. Christian Seifert kommt extra aus Bensbach und hat Kartoffelspatzen bestellt mit Äpfeln, Zwiebeln und Käse auf Rahmchampignons. Schon praktisch, man hat zu Hause nicht mehr so viel Abfall. Ja. Also es geht wirklich, das Beste an der ganzen Geschichte ist die Abfallvermeidung. Das mit dem Müll, mit diesen aufgeschäumten Dingern, das mag ich nicht gerne. Und hier drin, das sieht einfach toll aus. Und ich finde klasse, dass die sich so Gedanken machen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Die Plastikboxen entstehen fast um die Ecke bei der Firma Haroplast in Reichelsheim. Die Schalen bestehen aus Polypropylen, sind also absolut lebensmittelecht und recycelbar. Es ist auch schön, hier in der Region zusammenzuarbeiten. Auch wenn jeder was Grundverschiedenes macht, ja. Also wir sind jetzt ja kein Gemüselieferant, sage ich mal, sondern wir machen ja was völlig anderes und arbeiten jetzt auch mal mit der Gastronomie zusammen, was viel Spaß macht. Mehr als 2500 Boxen sind derzeit im Umlauf, denn bisher machen 10 Gastronomen mit, vom Odenwald sogar bis in den Taunus und eben im Schwanen, wo die Idee herkommt. Wir haben auch extra, also Kunden, die extra kommen, weil wir ein Mehrwegsystem anbieten. Die haben das dann aus unterschiedlichen Quellen mitbekommen. Und die sind auch mittlerweile sehr zufrieden, dass sie auch andere Ansprechpartner haben, wo sie die Boxen dann tauschen können. Essen to go, Plastik to rent. Die Pfandboxen halten geschätzt ein Jahr. Mehrweg in der Gastronomie, eine längst überfällige Sache. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Seit Tagen schon ist es eiskalt und während wir einfach nur frieren, sagen die hessischen Winzer endlich und schreien laut Hurra. Denn diese Kälte ist die perfekte Voraussetzung für die Eisweinlese, bei der die gefrorenen Trauben geerntet werden. Und los geht's ganz früh morgens. Es ist 7 Uhr am Lorcher Schlossberg hoch über dem Rhein. Und die heiß ersehnte Eisweinlese beginnt mit dem Aufstieg. So kann man schon mal in den Beinen fühlen, was Steillage bedeutet. Erstmal toll, dass ihr alle gekommen seid und mutig bei den Temperaturen. Wir haben minus 10 Grad. Perfekt für den Eiswein, nicht perfekt für Mensch und Material. Die beiden Kisten festgefroren, dabei hat's der Winzer doch eilig. Die Sonne lauert hinter den Weinbergen und könnte die gesamte Eisweinernte gefährden. Wird's wärmer als minus 8 Grad, dann war alles Warten umsonst. Okay, das hat jetzt auch geklappt. Endlich. Natürlich ist man aufgeregt eigentlich die ganze Zeit von Ende der Weinlese, von der regulären Weinlese bis zur Eisweinlese, weil das
sind ja Monate, wo die Trauben hängen und man guckt immer wieder aufs Thermometer, wird es kalt genug. Es ist eine gewisse innere Unruhe, die da ist. Und ja, das muss man aber natürlich in Kauf nehmen, wenn man es wagt, das Lotteriespiel einzugehen. Und hoffentlich wird man belohnt. Geduld ist gefragt und Hoffnung bis zuletzt. Die hatte Jochen Neher in diesem Jahr schon fast aufgegeben. Erst Mitte Januar musste ein Erntetermin kurzfristig abgesagt werden, weil es nur minus 6 Grad kalt war. Dann doch noch die positive Überraschung. Noch nie zuvor wurde auf dem Weingut Mohr so spät im Winter geerntet. Neben den Angestellten helfen auch Freunde mit. Ertuğrul Aydemir ist ein mit der Familie befreundeter Student aus der Nachbarschaft. Und mit Taidang hat das Team sogar Verstärkung aus Fernost bekommen. Die Vietnamesin studiert in Geisenheim Agrarwirtschaft. Beide haben schon bei regulären Ernten mitgeholfen, bei einer Eisweinernte noch nie. Ich wusste über Eiswein noch überhaupt nichts. Das ist total aufregend, eine Weinernte bei minus 10 Grad. So kalt, aber das ist okay. Und hier bei dem Wetter die Auslese zu machen, ist eine Herausforderung, aber man macht es. Aber warum tut man sich das Ganze überhaupt an? Man könnte die Trauben doch einfach im Eisschrank einfrieren und dann auspressen, so wie es Jochen Neher in Neuseeland miterlebt hat. Das ist durch das deutsche Weingesetz nicht erlaubt. Sonst würde wahrscheinlich der Markt an Eiswein überschwemmt. Und deswegen, weil es ein kostbares Gut sein soll, hat man die Regularien, dass die eben im gefrorenen Zustand vom Stock geerntet und gepresst werden müssen. Viel Arbeit und auch eine Imagefrage. Ein Winzer, der was auf sich hält, der will seinen eigenen Eiswein. Da ist er. 45 Kisten sind randvoll, eine einzige Kiste bleibt leer, gut eingeschätzt. Die Trauben werden nun gepresst. Die Eiskristalle bleiben in der Presse und der beim Eiswein besonders intensive und süße Most tropft ab. Und dann der entscheidende Moment. Der Most für einen Eiswein benötigt mindestens 125 Grad Öxle. Sonst darf er sich nicht so nennen. Und wie viel ist es? So, es sind 216 Grad Öxle. Ein persönlicher Rekord, wie Jochen Neher sagt. Und darauf stößt er an mit seiner Frau Sainur. Und womit? Mit einem 2018er Eiswein. Der gerade gelesene 2020er ist erst ab Mai soweit. Ja, und das war's von uns. Im Anschluss an die Tagesschau und dem ARD Extra gibt's noch ein Hessenschau Extra zum heutigen Bund-Länder-Gipfel mit allen aktuellen Entwicklungen und der Frage, wann wir rauskommen aus dem Lockdown. Ja, und wir marschieren gleich raus aus diesem Studio. Aber Marcel, der kommt noch mal zurück. 22.15 Uhr heute Abend sehen wir uns wieder und auch wir werden uns dann genau um diese Frage kümmern. Wann geht's raus aus dem Lockdown? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Das heute Abend in der Spätausgabe der Hessenschau. Tschüss. Tschüss.